Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe vom Regio Talk. Heute sind wir in Prattelen im Studio vom Arnold de Cobra Tschertschei, der am 2. September 2023 in Riechen wird unter WBF Weltmeistertitel im Schwergewicht boxen. Er wird aber nicht ganz allein im Ring stehen. Neben seinem Kontrahent wird noch ein dritter Mann im Ring stehen. Und das ist der Ringsprecher, der Stefan Müller, der jetzt bei mir im Talk ist. Schön, dass wir so wenig Tage vor dem wichtigen Kampf noch ein bisschen Einblick dürfen haben. Und jetzt würde mich interessieren, Stefan, was ist deine Aufgabe als Ringsprecher bei so einem Kampf, wie wir ihn am 2. September werden erleben? Also es freut mich auch sehr, dass ich bei euch sein darf. Es ist eine grosse Ehre, dass ich natürlich an diesem Event Ringsprecher sein darf. Viele Personen verwechseln den Ringsprecher mit dem Ringrichter. Ich kann natürlich auch richten und sagen, der Kampf ist ungefähr so gewertet worden. Fakt ist, dass ein Ringsprecher eigentlich der Entertainment ist. Man muss sich das so vorstellen, dass man wie im Zirkus eigentlich einen Zirkusdirektor hat. Der macht Stimmung, der tut die Leute präsentieren und Stars, die reinkommen, also das wären jetzt zum Beispiel dort Artisten und Artistinnen, das sind Boxer und Boxerinnen. Und das ist genau meine Aufgabe, dass ich das Ganze auch ein bisschen tue, anheize. 2. September 2023, Riehen, Basel. Meine Damen und Herren, es geht um die Weltmeisterschaft der WBF World Boxing Federation in Riehen. Bei Boxkämpfen bist du der dritte Mann im Ring. Was fasziniert dich ganz privat und persönlich am Kampfsport? Also Kampfsport von der Pike aus bei mir schon. Ich habe mit 5 angefangen mit Judo, habe Karate gemacht, bin dann umgestiegen auf Wing Chun und habe dann auch mit Kickboxen sehr viel angefangen. Seit jetzt ungefähr 12 Jahren nur noch Boxen. Es ist ein wunderbarer Sport. Man hat Koordination, man hat Ausdauer und auch ins höhere Alter. Also ich bin jetzt auch schon 48 Jahre alt oder jung, kann man sagen. Haltet dich einfach fit und das Verletzungsrisiko ist extrem minim im Vergleich zum Fußball. Aber ich liebe natürlich auch den Fußball. Ich spiele auch bei den alten Herren im Fußball im Sturm auf Angriff. Das heisst, du hast natürlich ein gewisses Know-how, wenn es um den Kampfsport geht. Inwiefern hilft dir das weiter in deiner Berufung als Ringsprecher? Also viele stellen sich vor, dass der Ringsprecher eigentlich nur im Ring steht, ein grosses Opening macht und nachher dort den Kampf vorlesen oder präsentieren. Das ist nicht richtig. Fakt ist, dass du wirklich ein Troubleshooter bist. Du bist ein Allrounder. Das fängt schon an, wenn du am Anfang kommst, tust du mit dem Schiedsrichterteam alles anschauen. Du tust dich absprechen, wer bringt Kämpfer und Kämpferinnen in die rote, in die blaue Ecke. Wie sieht es aus mit der Security? Du tust Leute teilweise anpostieren, wo du weißt, okay, es könnte ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Tumult geben oder die Leute sind nicht zufrieden oder es sind zwar zwei Parteien, die einfach auch wirklich ja, es einfach wissen wollen. Und du musst dann natürlich auch die ganze Fightcard briefen. Du musst die ganzen Kommandos geben, das ist sehr wichtig. Ich sitze immer neben dem Zeitnehmer, neben der Zeitnehmerin, wo es gewisse Kommandos gibt, wo beide mit fokussiert sind und man schaut den Ring. Man schaut auf die Uhr, man tut den Gong betätigen, man schaut, dass ein Ringarzt reinkommt, man schaut, dass die Ringgirls richtig laufen. Oder Ringboys haben wir auch schon gehabt. Also ich möchte da gerne wirklich sehr neutral bleiben. Und natürlich, dass auch alle ready sind. Also man ist immer im stetigen Kontakt mit allen. Als abschließende Frage vielleicht noch mit dir. Um was geht es denn jetzt am 2. September 2023? Es ist ein grosser Kampf, es geht um einen Weltmeistertitel. Um was geht es ganz genau? Also der Arnold, wirklich eine super Persönlichkeit, er hat einfach auch das Boxen wieder gross gemacht in der Schweiz, das möchte ich auch sagen. Und er kämpft um einen sehr wichtigen Titel, das ist der WBF, World Boxing Federation. Es geht um einen Heavy, also es geht um einen Schwergewichtstitel, ist immer so ein bisschen Königsdisziplin. Träger sind Evander Holyfield, der Roy Jones Jr. etc. Also das ist wirklich ein Titel, der nicht nur für die Region, sondern für die Schweiz und natürlich für den Arnold und sein Team vom Boxfit eine extreme Wichtigkeit hat und ich kann eher dabei sein und ja, mitschreien. Wie geht der Kampf aus? Arnold wird gewinnen. Neben mir steht jetzt der Arnold de Cobra Tschertschei, der erfolgreichste Schweizer Profiboxer im Schwergewicht aller Zeiten. Arnold, mich würde interessieren, wie bist du zu deinem Alias-Namen de Cobra gekommen und wer hat dir den gegeben? Es ist schon so, es ist lange Zeit, seit ich boxe. Ich boxe jetzt seit 24 Jahren und seit 24 Jahren bin ich auch in der Schweiz und ich habe recht viel Amateurkämpfe. Und bevor ich Profi geworden bin ich in einem Trainingscamp gegangen und dort hat es mich so entdeckt. Und dann, dann habe ich meine Sparings gemacht und so. Und dann
ist der Trainer, damals Ex-Trainer von mir, Angelo Gallina. Und er hat mir den Namen gesagt nachher. Ja, wir geben dir einen Namen, bevor wir Profi machen, nehmen wir den Cobra, also die Schlange. Finde ich super. Das bedeutet auch eine gewisse Schnelligkeit und eine gewisse Bissfestigkeit. Jetzt am 2. September 2023 geht es um einen wirklich wichtigen Kampf für dich. Wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet, wo es um einen Weltmeistertitel geht? Wie hat das Training von der vergangenen Woche ausgesehen? Und wie fühlst du dich jetzt so wenig Tage vor dem wichtigen Kampf? Als erstes, ich freue mich wirklich sehr. Ich danke allen, dass die das möglich haben, dass ich an dem Datum 2. September boxe um Weltmeisterschaft-Titel WBF. Und wie gesagt, ich habe wirklich hart geschafft für das. Und wie gesagt, nach so einer harten Arbeit kommt immer der Schluss. Und hoffen wir, der Schluss kommt gut. Und am 2. September, ich freue mich sehr, gegen einen starken Boxer zu boxen, gegen ihn aus Belgien. Bilal Lagun, und hoffen wir jetzt, dass alles gut läuft bis zu dem. Jetzt bin ich gut im Training, ich habe jetzt Sparringspartner aus verschiedenen Ländern und jetzt kommt nächste Woche kommt wieder noch einer aus einem anderen Land und ich fühle mich fit und ich freue mich richtig. Hast du eine Ansage an Bilal Lagun? Ja, ich freue mich, dass er kommt. Ich hoffe, dass er bis zum Datum gesund ist und wir können uns gerne im Ring sehen und unsere Wissen und unsere Stärken noch zeigen und machen. Wenn man auf deine Historie als Boxer zurückschaut, dann fällt einem auf, dass du wirklich viele von deinen Kontrahenten K.O. geschlagen hast. Und mich würde interessieren, könntest du mir das beschreiben, das Gefühl, was in dir auslöst, als Profiboxer, aber auch als Sportler und auch als Mann, wenn du im Boxring die Gegner zu Boden schlägst? Es ist ja so, also man ist eine riesige Freude. Aber man ist mir auch mit Gedanken, dass man den Gegner in dem Sinn nicht gross verletzt ist oder gar nicht, sondern einfach, dass er wieder nachher aufsteht und kann seinen Job oder seine Arbeit machen. Es ist Boxen und es ist ein Kampfsport und einer von denen muss gewinnen, oder? Und das ist eben das da im Boxen, dass man, wenn man hart schlägt und Schwergewicht sowieso, wenn man einen Treffer nicht ausweichen kann, und da kommt, dann ist man am Boden. Und natürlich, man hat eine riesige Freude, aber andererseits, man schaut auch für den Gegner, weil das ist auch nur ein Sportler. Und er hat auch wollen, sein Bestes geben und machen. Aber eben, wie gesagt, da kommt nur eins raus, ein Sieger. Arnold, vielen, vielen Dank für den Einblick. So wenige Tage vor dem wichtigen Kampf. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für den 2. September und danke, dass wir hier sind. Danke vielmals. Danke, dass ihr mich unterstützt und hoffen wir, dass am 2. September alles gut kommt und dass ich den Gurt nach Basel nehme, nach Pratteln. Und es ist Zeit, nach 24 Jahren, nach so einem harten Job, wieder einen Schluss gut zu bekommen. So ist es. Ganz viel Glück.